Mir tatsächlich gerade noch Feuerwehrwitze googelt. Ich stand jetzt komplett auf dem Schlauch. Über Feuerwehr haben wir noch machen können, Witz, die sind da. Gott sei Dank. Gott, fertig. Weiß ich nichts mehr. Wenn es keine freiwillige Feuerwehr geben würde, dann steht Deutschland ziemlich beschissen da, würde ich sagen. Vor allem dann, wenn wir in Notlagen kommen. Ich darf berichten vom letztjährigen Hochwasser. Das war Montag, hat es angefangen, 5 oder 6 Einsätze. Das war aber alles noch überschaubar. Und Dienstag hatten wir dann auch ein paar Einsätze. Und so richtig losgegangen ist es dann am Mittwochabend. Da hatten wir dann über 80 Einsätze in einer Nacht auf dem gesamten Gemeindegebiet. So, morgens gegen 5:30 sind wir dann mit der Drohne gestartet. Das war ein ziemlich imposantes Bild zu sehen, wie dramatisch so ein Gewässer sich dann doch verbreitern kann. Und das war mit den eigenen Kräften eigentlich so nicht mehr zu bewerkstelligen. Und da hatten wir dann auch Unterstützung aus dem ganzen Alb-Donau-Kreis. Voraussetzung für die erfolgreiche Arbeit ist natürlich auch insbesondere bei Großschadenslagen die Kooperation mit dem Landratsamt. Unser KWM, der Ralf Ziegler, ist die Person, die im Landratsamt sitzt, als Schnittstelle für die Feuerwehren in seiner ureigensten Aufgabe und mitverantwortlich für den Katastrophenschutz. Der Chef der Drohnenstaffel. Und er finanziert das auch, beziehungsweise das Landratsamt. Familie heißt Kommunalverwaltungen, Landratsamtsverwaltungen, Kreisräte, Gemeinderäte, Katastrophenschutz. Das funktioniert wie am Schnürchen. Auch hier ein ganz großer Dank. Die Superkraft, die ich mir wünschen würde, das wäre Unverwundbarkeit. Wenn man sich hier verbrennen lädt. Einmal durchs Feuer gehen. Energie ohne Ende. Superhelden gibt es überall. Jeder, der seinen Job gut macht und Freude drin findet und jeden Tag gerne zur Arbeit geht, ist für mich ein kleiner Superheld. Hallo Sonnemann, ist der Superheld Papa. Bis zu 24 Stunden im Dauereinsatz und bis an die Grenzen der körperlichen Belastungen muss ich nach wie vor jedem einzelnen Feuerwehrmann großen Respekt zollen. Viele von meinen Kumpels sind in der Feuerwehr. Man muss immer darauf achten, dass es nicht zu viel wird, ja, aber das ist immer ziemlich schwierig als Kommandant und als Funktionsträger in der Feuerwehr. Nur wenn man den Kamerad auch in seinem Privatleben kennt, kann man sich im Einsatz auf ihn verlassen. Das Schönste daran, Feuerwehrfrau zu sein. Ich glaube, wenn man helfen kann, lohnt es sich immer. Ja, ohne Zweifel. Die Feuerwehren sind bei uns im Alb-Donau-Kreis ehrenamtlich organisiert und ohne die große Tatkraft der Feuerwehrmänner und Frauen könnten wir ja unsere Pflichtaufgabe gar nicht erfüllen. Motivation habe ich immer. Retten, löschen, Bergen schützen, Gott zur Ehre und dem Nächsten zur Wehr.